Ja, hallo. Heute machen wir ein freies Video. Ich habe eigentlich tausend Themen im Kopf, aber irgendwie weiß ich dann doch nicht so genau, was ich jetzt konkret thematisieren will. Wir alle wissen, was in der Ukraine, in Kasachstan los ist. Ich denke, dazu muss ich jetzt nichts weiter sagen. Wir können eigentlich alle nur beten und hoffen, dass das nicht zu uns rüberkommt. Das will ich jetzt aber nicht weiter thematisieren. Ja, dann in eigener Sache war eigentlich ganz gut angelaufen. Es hatten sich 8 Personen gemeldet, aber dann ist es irgendwie abgeebbt und irgendwie nur bei diesen 8 Personen geblieben. Und ja, gut, ich meine, es besteht noch die Möglichkeit hinzugehen und eine .com einzurichten, eine Webseite und einfach dorthin umzuziehen, das Ganze dann dort kommerziell zu machen. Dann würde das gehen, dann würde sich das halt tragen. Ja, ich würde dann diesen Kanal hier so weiterlaufen lassen, aber die Videos, welche dann explizit zu bestimmten Themen ja, Recherchearbeit zugrunde liegen haben, die würde ich dann doch auf die Webseite nehmen. Ganz einfach, weil diese Videos einfach eine Unmenge an Zeit an Vorbereitung kosten. So ein Video wie das, was ich jetzt hier gerade mache, das kann ich immer machen. Das ist kein Problem. Da schaltet man einfach die Kamera an und spricht irgendwas rein. Das bedarf keiner Vorbereitung. Aber wenn man sich eines Themas annimmt, wie beispielsweise jetzt NWO und die verschiedenen Teilaspekte, ich sage immer NWO, das ist immer dieser Oberbegriff für alles das, was man als Weltverschwörung, Bilderberggruppe, Illuminati, Skulls and Bones und all diese Schlimme, das ist für mich halt eben diese NWO. Und wenn ich darüber also jetzt irgendwas mache, dann gehen dem meistens, ja, also die ersten Videos, die ich gemacht habe, das waren einige Wochen. Teilweise war das sogar einen Monat Arbeit, die ich mir gemacht habe. Bei bestimmten Themen habe ich recherchiert, weil ja, ich wollte einfach den Videos nicht direkt glauben, obwohl viele von Anfang an sehr überzeugend waren, bin ich hingegen habe gesagt, nein, guck noch mal selber. Und ich habe zum Beispiel, das hat damals mit 9/11 angefangen, ich habe geguckt, ob ich, weil ich habe ja damals die Originalbilder auch gesehen auf CNN, und mir sind damals diese Explosionen an den Fenstern nicht aufgefallen. Und dann fing das damit an, dass ich dann selber geguckt habe, habe versucht, irgendwie Aufnahmen zu bekommen aus der Zeit, und habe mich einfach versucht zu vergewissern, ob das ein oder andere Argument jetzt stimmt oder ob man das an den Haaren herbeigezogen hat. Auf vielen Webseiten wird wissenschaftlich argumentiert und es ist überhaupt nicht wissenschaftlich. Es ist einfach nur, derjenige behauptet es, weil er meint, es zu wissen. Aber es gibt keinen Proof. Selbst Wikipedia ist letzten Endes kein Garant dafür, dass die Information, die da drin steht, auch richtig ist. Es gibt einige Leute, die das kontrollieren. Aber ob die jetzt unbedingt den Überblick haben über jeden einzelnen Post, weil jeder kann dort etwas reinsetzen. Das ist ja eine freie Plattform, eine freie Wissensplattform. Deswegen sollte man da sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man da mit Informationen, wenn es sensible Informationen sind, denke ich, sollte man auf alle Fälle nachrecherchieren und nach allen Seiten absichern. Und das habe ich halt eben getan. Und dabei hat sich ein Weg, eine rote Linie herauskristallisiert. Und entschuldigung, ich mache mal kurz meine Kräuterzigarette an. Aus dieser roten Linie haben sich dann bestimmte Themen hier herauskristallisiert. Und ja, das ist halt das, was eine Menge Arbeit kostet. Dann ist es natürlich so, dass ja, irgendwie ist die Zahl der Zuschauer explodiert. Ich habe heute meine demografischen Daten gesehen. Ich habe gedacht, ich glaube es nicht, 2000 Aufrufe. Also dieser Strich geht hin zu dieser 2000er-Marke. Letzte Woche war ich noch bei der 1500er, davor ein paar Tage bei der 1000er, davor bei der 500er, und irgendwann kann ich mich erinnern, war ich bei 5 oder 6. Ne? Wenn das so weitergeht, muss ich sagen, ist das, was ich hier getan habe, anscheinend ein riesiger Erfolg. Und ja, ich denke, ich werde das nicht fallen lassen. Ich werde das in jedem Fall weitermachen. Es stellt sich halt nur die Frage, wie. Ne? Aber ja, da.
da mache ich mir mittlerweile auch keine Gedanken mehr drüber. Ich mache einfach und schaue einfach, wie es kommt. Jo, jetzt habe ich auch schon wieder sehr auf 5 Minuten, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, dann machen wir weiter. Ich hätte mir eigentlich überlegt, ich könnte ein paar Bücher vorstellen. Weil ich ja viele Themen, die jetzt ins Spirituelle hineingehen, also das ist ja im Bereich NWO gibt es ja viele Sites, welche auch sehr stark ins Spirituelle reingehen. Da ist mein Check oder mein innerer Check oder mein TÜV oder wie man das auch immer bezeichnen will, natürlich das, was ich gelernt habe oder was ich aus mir selbst erfahren habe. Und es gibt da schon ein paar Basiswerke. Ich hatte die letztens hier mal kurz gezeigt. Also es wird ein Buch sein, das werde ich hier mit reinnehmen. Das ist die Schlangenkraft von Arthur Avalon, Sir John Woodruff. Moment. Das ist ein englischer Richter zur Kolonialzeit in Indien, welcher sich die Mühe gemacht hat, ja, einen kleinen Ausschnitt aus den Tantras, das sind Schriften, das hat nichts mit Sexualität zu tun, ja. Das ist hier ein landläufiges Missverständnis. Die Sexualität wird in der indischen Religion zwar nicht verpönt, wie im Christentum, aber Tantra bedeutet, wortwörtlich übersetzt, Tantra bedeutet das Schiffchen des Webers, ja, das, womit die Teppiche gewebt werden. Ja. Es bedeutet also eine Schrift, die verbinden soll. Ja. Also es ist eine Lehre, die transportiert wird über eine Schrift. Und durch Lesen dieser Lehre soll der Geist sich verbinden mit dem, was er ist, also seine Ursprünglichkeit finden, Tantra, Union. Das kann man natürlich auch sexuell betrachten, aber es ist ein Missverständnis, das so anzunehmen. Und innerhalb dieser verschiedenen Tantras, die es da gibt, gibt es das Sat-Chakra Nirupana. Und dieses Traktat ist die Beschreibung der 6 Zentren. Plus dem 7., das ist der tausendblättrige Lotus. Das ist das, was wir als die Chakras kennen. Ja. Ich habe lange hin und her überlegt, wie ich dieses Thema mit den Chakren angehe, weil das ist schließlich eigentlich der Kerngedanke einer jeden Yoga-Übung, irgendwann in diesen Bereich zu kommen und die Chakren, die Energieflüsse durch die Chakren bewusst zu kontrollieren und zu steuern. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe einfach hin, nehme mir dieses Buch und werde es euch vorstellen und fange einfach genauso an in der Beschreibung der Chakren, wie es hier steht. Es sind sehr, sehr kurze Verse, aber in diesen kurzen Versen, das kann ich euch jetzt schon sagen, steckt eine große Wortgewalt, insofern als dass da eine ganze Menge an Kommentaren hinterherkommt. Wir haben auch Bilderchen. Ja, Moment. Ja, Moment, ich werde Bilderchen zeigen. Ich hoffe, die Zeit reicht. Ich suche gerade das erste Chakra, was an der Basis der Wirbelsäule, das Muladhara-Chakra, was mit Erde in Verbindung gebracht wird, was ja, unten am Genitalbereich ansässig ist. Und ja, wo haben wir es denn? Ja. Ich hätte es mir extra hier verhalten, das ist okay. Alles klar, das wäre das Muladhara-Chakra, das ist das allererste. Ja. Hier. Ach, das ist, ich habe immer Probleme, das zu zeigen. Mit den 4 Blütenblättern, ja, die stehen symbolisch. Auf den Blütenblättern sind Silben aus dem Sanskrit-Alphabet. Diese Silben sollen Schwingungen symbolisieren. Also dieses Chakra ist eigentlich eine Darstellung einer Schwingung. Es ist Schwingung in der Tat. Und das Viereck stellt Erde dar. Gelb steht auch für Erde als Symbol. Man sieht den Elefanten als Schutztier für diese Sphäre. Es ist auch eine Sphäre. Das ist also die Erdsphäre und die 2 Schutzgottheiten, die sieht man hier auch. Und dazu gibt es halt, wie gesagt, eine Beschreibung. Ja, ich kann aber jetzt nicht mehr damit anfangen, weil wir haben schon 9 Minuten 30. Ich muss leider aufhören. Aber ich denke, ich werde das machen. Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, euch das mal beizubringen, weil dann könnt ihr vieles, sehr, sehr vieles mit ganz, ganz anderen Augen sehen und auch selber beurteilen, vor allen Dingen. Ja, das ist, denke ich, sehr wichtig. Gut. Ich mache jetzt wieder Pause wegen der Synchronisation.